Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Folge Watch Dogs Legion. In der heutigen Folge werden wir die LB-Mission Lücken in der Verteidigung zum Kümmern, da die Untersuchung von Mary Kellys Operation auf Eis gelegt wurde. Stellt sich stattdessen Albions Rolle im Zero-Day-Tower-Anschlag. Konnte einen potenziellen Verbündeten aufspüren, der beim Aufdecken von Albions Plan helfen konnte, einen ehemaligen Albion-Angestellten, der CEO Nickel Cass damals sehr nahe stand. Wenn sowas steckt und hört ihr an, was Becky zu sagen hat, dann kontaktiere diesen Ex-Albion-Insider. Das machen wir doch mal. Schauen, was es da gibt, eine neue Mission. Okay. Auf jeden Fall musste ich eine Sache in meinem Team ändern, denn wir haben jetzt eine andere Clan-Kelly-Frau, einfach aus dem Grund, dass ich, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, deswegen stehen wir auch hier gerade vor dem Tower, wo wir die, wo in der letzten Folge auch die Dings da ausgeschaltet haben, die Skylarsen. Gerade kam es auch neue Nachrichten, dass ihr Projekt eingestellt wurde. Ganz einfach aus dem Grund, dass das Spiel, ich habe die danach einfach das Spiel beendet. Und irgendwie hat es das alles nicht gespeichert. Ich musste halt zu dem Zeitpunkt, wo wir die geholt hatten, von da war nichts gespeichert. Ich musste, habe jetzt alles neu gezockt, also habe alles so ein bisschen durchgewascht, die Mission. Mir deswegen jetzt eine andere geholt. Der war halt schon vorgemerkt, die anderen nicht. Deswegen spielen wir jetzt mit ihr hier. Immer nicht so schlimm. So. Gucken wir jetzt mal was mal hin zum Versteck, ne? Du sagst versteckt, dann reisen wir da mal hin. Ja. Auf jeden Fall machen wir denn jetzt das hier, die nächste Hauptmission, um dann weiterzukommen. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht die Nebenquest von ihr hier fertig. Ich hasse es, Mary Kelly auf Eis zu legen, während sie weiter mit diesen Mikrochips Leben zerstört. Aber fürs Erste haben wir keine Wahl. Dann sollten wir uns das Hauptproblem mal genauer ansehen. Nigel Cass, stinkreicher Kriegstreiber und aktueller CEO der Albion-Schlägertruppe. Okay. Cass hat von den Bombenanschlägen am meisten profitiert. Es ist zwar super, Leute zum Widerstand aufzurufen, aber das reicht nicht aus, um London aus Albions Fingern zu befreien. Okay. Nicht mit Cass an der Spitze. Moment, ist das dein Ernst? Heißt das, du hast einen Plan, wie wir diesen Wichser loswerden, der die Privatarmee in London befehligt? Fuck, da bin ich sofort dabei. Bagley hat eine mögliche Schwachstelle in Cass Rüstung entdeckt. Ein ehemaliger Insider und Freund, der noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Sicher nützlich, wenn wir ihn finden und überzeugen können, mit uns okay. zu arbeiten. Kümmern ins Versteck. Dann reden wir drüber. Jo. Wir sind schon im Versteck. Hier gibt es auch eine Nebenquest. Die können wir uns mal kurz anhören. Überraschung, Knalltüte. Ah, von Naut. Zwischen der Arbeit mit 404 und dem Aufspüren von Skylarsens neural kartierten Albträumen brauchte ich einen Tapetenwechsel. Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Okay. Und? Überleg doch mal. Alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. Mhm. Also wenn ich eins glaub. Ja, das Wissen. Und hier wird wahrscheinlich die zweite sein. Ich weiß gar nicht, welche von beiden wir gemacht haben schon mal. Deswegen wird sie mir jetzt die zweite anbieten. Bereit für mehr Polizeiarbeit? Deswegen überspringe ich die Sequenz mal, das haben wir ja schon gesehen, die habe ich ja schon mal angenommen. Hatte mir im Speicherstand noch nicht. Emmett hat mal wieder gewonnen. Das ist hier nicht großer Johannes, obwohl ich glaube, hier hat er glaube ich auch das verloren. Das eigene Konto, ja. Na, machen wir erstmal die Hauptquest. Wir werden noch gucken zwischendrin, welche Nebenquests ich gemacht habe, die dann abschließen, so als wir die anderen dann machen können. Mal zwischendrin. Reden wir über Albion PMC, die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Cass, von Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Verdächtiger geht's nicht mehr. Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Cass für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Cass Foundation, wobei Cass selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Cass' erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Cass verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Cass ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen?
Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Mhm. Menschenrechtsanwälte warfen Cass damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Oh. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Cass Drohnen entworfen. Das könnte er besser. Avian zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Cass weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Cass unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck? Nö, gar nicht. Na, gucken wir mal. Ja. In dem Netzwerk gibt es noch einen anderen Computer. Er befindet sich im alten Kanallagerhaus. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Okay. Bitte, Bridge Basin. Na, gucken wir mal nach. Ist das mein Freund Leonard? Genau das ist mir passiert. Was, eine ist ein Freund, so ich Kontakt mit Cass gefordert. Nein, so eine Drohne habe ich noch nie gesehen. Irgendein Dummkopf hat die gesteuert. Ja, dann klauen wir uns mal kurz wieder ein Auto. Nee, yeah, du bist EKI gesteuert. Lass mal rein da. Musik aus und... Was ist da? Achso. Kate, genau, Mission. Ihr hört gerade The Bug. Kann Schwindelübelkeit und Kopfschmerzen verursachen. Hallo Großbritannien, hier ist The Bug. Die Show, die der Welt einen Spiegel vorhält und sich ihn verzweifelt auf den Kopf haut. Ich bin Andy, bei mir ist wie immer Alice. Und ich streite alles an. Gute Lebenseinstellung. Endlich mal gute Nachricht. Alles klar. Laut der Regierung gibt es keine medizinischen Engpässe. Überhaupt keine. Da gab es ja so einige Vorwürfe. Wie sich herausstellt, war das alles Fake News. Keine Engpässe, keine Medikamente. Glaubt das nicht. Nehmen die dann für ein weirdes Zeug? Ich bin kein Experte für medizinische Logistik. Laut unserer geliebten Regierung. Alles gut. Wenn ich zwischen den Zeilen lese, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall klauen wir jetzt mal zum Battle Pitch Basin. Und guck mal, ob wir den Hammer schwinden, ne? Wäre schon praktisch, er wird los zu werden. Mal gucken, wie sich die Story da entwickelt. Die Leute, die behaupten, es gäbe medizinische Engpässe, sind wahrscheinlich high von all den Medikamenten, die sie bekommen. Ich zumindest glaube, dass es guter Witz. Sorry, du warst aber mein Auto wohl doch 2 Zentimeter zu breit. Er verschrieb mir ein Glas Wasser und ein Horoskop. Lang dauert es nicht mehr und sie verschreiben uns bloß mehr Rückgrat, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Mein Onkel verlor wegen Diabetes sein Bein. Sie haben sein Insulin halbiert, weil er seitdem ja deutlich weniger wird. Also Leute, glaubt was für eine Scheiße, die da ist. Ja, hier gehöre ich hin. Ein ganz normaler Tag im großen Haus. Ihr versteht sicher, was ich sagen will. Glaubt nicht, wenn die Nachrichten sagen, dass uns die Medikamente ausgehen. Und auch nicht den leeren Regalen. Das sind okay. Die Medikamente gehen uns aber nicht aus. Ist nur Lüge. Glaubt eurem Arzt nicht, wenn er sagt, dass es leider aus. Ihr müsst stattdessen eine Karotte essen und hoffen. Glaubt eurem eigenen eingestaubten Medizinschrank nicht. Okay. Der sieht leer aus, aber das ist er nicht. Enthält die einzige Medizin, die wir wirklich brauchen. Bulagi hat in Albions Angelegenheiten umgeschnüffelt. Heimlich natürlich. Aber ich konnte herausfinden, dass ein Großteil seiner Aktivitäten aus diesem Bereich kommt. Dann treffen wir den Mystery-Mann mal. Nicht so schnell. Laut seinem Heimsicherheitssystem ist Hamish nicht da. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, er hat seine Eingangstür mit einer Reihe von Fallen verbunden, die bei einem Einbruch erst alle seine Daten und dann dein Leben auslöschen. Okay. Nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge. Sowas habe ich bei mir auch eingerichtet. Vielleicht paranoid, aber
Mal ehrlich, du bist bewaffnet und versuchst in seine Wohnung einzubrechen. Aber du solltest ins lokale Netz reinkommen und mithilfe der Sicherheitskameras seine Fallen deaktivieren können. Alles klar. Dann machen wir es so. Schnittstelle ist auf dem Dach. Hey, da oben ist ein Fenster. Was meinst du? Klar, wenn du da hinkommst. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, wir benutzen die Plattform zum Fensterputzen. Zweitens, wir finden eine Baudrohne. Drittens, wir geben auf, gehen nach Hause und überdenken unser Leben. Schon dabei. Ich nehme Möglichkeit 3. So, wo ist das scheiß Fenster jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Hier sehe ich schon. Weil ich die Bauplattform gesehen habe. Bin mir nicht betreiben, wenn wir noch am besten. Aber wir denken, wir gehen nach Hause und überdenken unser Leben. Hier mal ein bisschen zurück. Dann rauf hier. Dann da drauf. Aber warum soll ich mir jetzt eine Baudrohne lang gerufen? Das geht viel schneller. Also klar, ist auch eine Möglichkeit mit einer Baudrohne. Ach, das hasse ich. Das unnötige Festhalten. Na, genial, ne? Ja, fall da auch unter mir. Ah, jetzt sind wir wahrscheinlich die hier, ne? Was denn? Mach ich mit der weiter? Ich wette mal mit der. Mit der kann ich weiter. So. Na. Mit dem CTOS habt ihr wahrscheinlich, ne? Dessen öffne ich mal meinen neuen Booster. Ja, gibt ja nichts anderes. Nee. Nicht sehr einladend. Hier ist alles verkabelt. Ja. Du könntest die Fallen lahmlegen, wenn du den Strom neu verkabelst. Schon dabei. Warte kurz. Willkommen bei Claires aktueller Gefahr. Und willkommen im faschistischen London. Ärgert euch nicht über den Stiefel in eurem Nacken. Der Zeit der echt einladend hier, muss ich sagen. Sag so schon mal. Gäbe es ein Drehbuch zur Erstellung dann eines totalitären Polizeistaats, wäre Albion schon beim Verfassen des Nachwurfs zugange. So, dann können wir das entsperren. So profitiert wie Sie, oder? Sie laben sich an der Angst der Stadtbevölkerung. Geh mal auf die Kamera. Sehe ich besser. Okay. Dann möchte ich irgendwie anders machen. Gucken. So, ne? Ach so, mach genau, danke. So, genau. So. Ja, das muss ich ja andersrum drehen. Und so. Jetzt muss ich erstmal so, das so, ne? Ja, das so rum. Dann, okay. Dann wahrscheinlich. Ne, ja, dann wieder umdrehen, ne? Ja. Dann jetzt so und so. Dann ist so. Vielleicht nur so, oder? So. Financial. Zack. Die Fallen sind entschärft. Das senkt die Wahrscheinlichkeit deines Ablebens, wenn du durch die Wohnungstür gehst. Danke. Langsam.
Spring einfach runter. Sie macht's halt wirklich. Sie macht halt den Assassin's Creed. Sie macht halt den Assassin's Creed Move und springt da wirklich runter. Ich habe das eben nur so aus Spaß gesagt. Aber ja, so langsam musste jetzt auch alle Rätsel nochmal lösen. Logischerweise in dem komischen Haus da von Mary Kelly und das von Dings da. Bei dem Haus von der anderen, die wir gerade noch ausgeschaltet haben. Ne? Wo ich ja gerade die Folge begonnen habe, vor dem Bloom Tower. Ich komme gerade nicht mehr auf ihren Namen. Deswegen, so langsam habe ich die eigentlich drauf. Ich habe die auch schneller gelöst, diesmal beide, muss ich dazu sagen. So langsam habe ich den Haken heraus. Immer ein bisschen rumprobieren und dann schafft man es easy eigentlich. Noch eine Bewegung, Chief, und ich jag diesen Ort samt dir in die Luft. Chill mal, kein Grund, sich aufzuregen. Wer zur Hölle bist du und was machst du in meiner Wohnung? Albion? Nein. Wäre witzig, wenn wir jetzt den Albion-Beamten dafür was, genommen hätten. Detzek? Ja klar, und ich bin Che Guevara. Du bist erledigt. Jetzt verschwende keine Zeit. Du musst sofort weg. Albion kommt. Verdammt. Du sagst die Wahrheit, oder? Scheiße nochmal, ich hielt mich für vorsichtig. Verdammter Idiot, Hamish. Also, Cass ist jetzt schlimmer als... Ja, danke. Ich weiß. Warum sonst sollte ich hier meinen Arsch riskieren? Vermutlich, weil Nigel Cass dich bezahlt. So läuft das bei Söldnern doch. Oh, komm schon. Wir mögen Cass auch nicht. Wir brauchen deine Hilfe, um ihn auszuschalten, okay? Er steckt hinter den Bombenanschlägen. Kumpel, du weißt nicht. Ich bin kein Kumpel, ich bin eine Frau. Keine Ahnung, was Cass vorhat und... Los! Fuck! Ein Albion-Trupp nähert sich dir. Das war wohl nicht gelogen. Fuck. Denk nach, Hamish. Denk. Fuck. Schön. Wir vertagen. Ich verschaff dir Zeit. Geh jetzt. Jetzt! Ja. Jump. Die Werbung da. Die hat einen halben Kopf auseinander. Bumm. Hat meine Wohnung jetzt mal in Luft, ja. Lauf doch einfach. Los! Oder werd verhaftet. Keine Ahnung, was wir jetzt tun. Anscheinend treffen wir. Dass ich bei der annähernden Runde fahre. Ich hasse diese Runde. Die richtige Knarre dabei. Wir schalten eine Welle aus und dann hauen wir ab. Stufe 2, aber noch nie. Schnell weg hier. Das wird jetzt mal besonders, ich war noch nie Stufe 2. Ich habe zwar öfters Verbrechen begangen, wie man auch in Videos gesehen hat, und natürlich vorhin auch mit der Mario dumm reingegangen, wenn dann von einem entdingst wurde, aber immer nur Stufe 1, bei Stufe 2 schon auch nicht gerade. Auf Stufe 2 scheinen sie auch nicht gerade schlauer zu werden. Kann man schnell weggehen. Dann hier Sicherheit, bam, fertig. Wir haben längst gelernt, wie man damit lebt. Ist doch auch gut so, wenn das Essen mal knapp wird. Ich glaube, die ganze Aufregung hat unseren neuen Freund Hamish überzeugt, dass wir uns gemeinsam um Cass kümmern müssen. Er will kooperieren. Gut, Blöcken auf Verteidigung abgeschlossen. Scheiß Musik aus. Hey, bin Insider. Gut, wird er wahrscheinlich jetzt gleich talken. Wow, Chief. Das nenne ich mal eine gekonnte Flucht. Ich glaube dir. Also sage ich dir, Nigel plant was. Und ich glaube nicht, dass ich ihn allein aufhalte. Dafür sind wir da. Wenn Detzek so ist, wie ich gehört habe, hilfst du mir. Wir helfen uns gegenseitig. Könnte sein, dass Cass was mit den Anschlägen zu tun hat. Was für Pläne könnte er haben, die noch schlimmer sind? Nein, so ist er nicht. Also nicht wirklich. Nigel will sich selbst als Helden sehen. Er ist ein arroganter Idiot, aber nicht zynisch. Für jeden Ort hatten wir einen verrückten Plan, um die dortigen Probleme mit Roboterpolizei, automatischer Düngung oder was auch immer zu lösen. Gesellschaft ist ein technisches Problem und Menschen sind Softwarefehler, verstehst du? Man umgeht sie oder man löscht sie. Sorry, Chief. Ich wechsle den Proxy-Server, damit sie mich nicht finden. Ich melde mich gleich wieder. Also, ich habe einen Insider, okay? Einen Kontakt bei Albion.
Der sagt, er wechselt auf die Seite. Im White Tower geplant. Er will über ein Riesenprojekt reden, das er für London geplant hat. Ein Ausbau seines privaten Polizeistaats? Na klasse. Nimmt sich der Penner nicht auch mal Urlaub? Was auch immer er vorhat. Wir müssen dieses Treffen beobachten. Ich wollte schon immer mal so eine Nummer drehen. Okay, eins nach dem anderen. Wir brauchen jemanden, der das Ziel im Auge behält. Also los. Ich halte in der Zwischenzeit nach der richtigen Person Ausschau, um unseren zusammengewürfelten Haufen abzurunden. Mhm. Oh shit. Albion Cyber Security ist an meiner Proxy-ID dran. Sie müssen das Zündsignal verfolgt haben. Ich muss mich darum kümmern. Ja, viel Spaß dabei. Emmett hat gerade im Glücksspiel gewonnen. Passend. Achso, er konnte den Tower of London. Wir haben schon wieder eine neue Aufgabe. Ich bin gerade bis durch die Gegend gefahren, weil ich den beiden zugehört habe. Aber wir haben ja schon wieder eine Aufgabe. Wetten? Ja. Ich wechsle. Wir können auch erst hinfahren und dann zu unserem mitwechseln. Hier gibt es schon wieder eine Mission. Okay. Aber es gibt auch wieder Nebenquests, aber ja. Machen wir irgendwann mal. Ich fahre erstmal hin und dann können wir ja immer auch gleich davor zu Emmett wechseln. Unserem Albion-Beamten. Damit wir da leichter reinkommen. Ja, so kann man es gut bezeichnen, leichter. Man kann nicht komplett. Also man wird nicht komplett nicht entdeckt und ich schalte ja auch immer alle aus, aber es ist ein bisschen easier. Wenn zum Beispiel Sicherheitskontrollen nicht umgehen muss, sondern einfach durchlaufen kann und so. Es ist nicht so easy, wie ich es am Anfang dachte, aber es macht eigentlich so ganz entspannt. Ja, man wird weniger entdeckt. Ich versuche jetzt auch weniger zu laufen. Wurde mir gesagt, man stand da halt, man wird nicht entdeckt, wenn man nicht. Also entdeckt wird man, wenn man zu dicht dran läuft an die. Zu dicht dran näht oder halt läuft. Deswegen versuche ich jetzt mir auch ein bisschen unauffälliger zu bewegen. Deswegen geht das eigentlich voll klar. Ne? Natürlich, wenn wir immer wieder Fights haben und so. Das ist mein Spiel, der halt. Ja, jetzt muss ich dran ändern. So. Jetzt sind wir gleich beim Tower of London. Dann wechseln wir gleich zu Emmett. Pixel vorne. Aber hallo, zeigen wir mal, was wir anrichten können. Nigel Cass Treffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower of London, wenn du bereit bist. Wir sind bereit. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Die Springerstiefel an den Nagel hängt und vergiss deine Uniform. Und vergiss deine Uniform doch nicht. Okay. Witzige Bemerkung auf jeden Fall. So, jetzt war es noch die Frage, wie kommt man hier rein? Ich meine, der Tower of London ist, glaube ich, nämlich das Gefängnis, wenn ich mich nicht irre. Hm? In London? Hm. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Na, wahrscheinlich schon, wenn man hier reinkommt. Oder aus Versehen. Überfahrzeugt. Arbeiten, Leute. Vielleicht können die uns helfen. Moin! Ich will ja rekrutieren, aber ich brauche den nicht. Ich habe schon ein paar Arbeit. Müssen wir da mitten rein, ne? Na ja, klar, bitte in den White Tower. Ah, da. Gehen wir gleich über die offensichtliche Brücke. Die wollte ich ja sehen, weil ich mal auf der falschen Seite rangefahren bin. Wir sollten hier eigentlich durchkommen. Kaum zu glauben, dass Albion sich hier einfach breit machen durfte. Das ist doch kriminell. Wenn die Agenten, ja, die mir hier Fähigkeiten hat. Das haben wir angeschaut, ja, genau. Genau.
Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, ja, wenn du sie nicht zu genau hinschauen lässt. Oh, jetzt gerade nochmal erklärt mir im uniformierten Zugang. Aber unser Leichenpunkt mir wieder geholt. Aber als ob er es jetzt erst erklärt, ist es jetzt erst gedacht, dass man uniformierten Zugang bekommt?